Zunächst einmal, er ist außer Lebensgefahr. Alles andere müssen wir der Natur überlassen. Ob er je wieder das wird, was er einmal war, ist zweifelhaft bei der Schwere seiner Verletzung. Die Regeneration wird sicher einiges bringen, aber wie viel? Kann ich zu ihm? Ich aber sicher, bitte. Danke. Trombusch. Bitte, wer ist da? Ah ja, das tut mir leid, meine Schwiegertochter ist im Augenblick nicht im Hause. Kann ich was ausrichten? Ja, ich denke in Bälde. Ja, aber wenn Sie von der ESOX sind, geht es da vielleicht um das Ehepaar Straightner? Die Eltern von dem kleinen Richie, ja, weiß man da was? Ach du lieber Gott. Ja. Ja, natürlich, das Jugendamt. Ich werde es meiner Schwiegertochter sagen, ja. Sobald sie kommt, wird sie zurückrufen. Danke. Auch trocken? Ja. Schaffst du das? Ja. Hallo. Hast du mir den Skateboard mitgebracht? Nein, aber das kaufen wir heute Mittag in der Stadt. Hm? Oh ja. Na? Hallo. Er ist außer Lebensgefahr. Ist jetzt nur noch eine Frage der Regeneration. Aber Chris ist ja jung. Hast du Bedenken? Nein, nein. Er wird es sicher schaffen. Die ESOC hat angerufen. Das kleine Flugzeug wurde gefunden. Und? Beide? Mhm. Ja, und was geschieht mit dem Jungen? Gibt es irgendwelche Angehörige? Das läuft jetzt alles übers Jugendamt. Rufe doch bitte die ESOC zurück. Da kann man dir sicher mehr sagen. So, jetzt geht's aber los. Guten Appetit. Hast du denn schon gegessen? Nee, aber ist besser, wenn ich's lasse. Oh. Na, schmeckt's? Gut. Wieso Jugendamt? Was hat denn das Jugendamt damit zu tun? Vermutlich muss ein gesetzlicher Vertreter bestimmt werden, bis man genaueres weiß. Ja, aber... Ja. Magst du was trinken? Ja. Wann kommt der Chris? Das dauert noch. Er muss ja erst richtig gesund werden. Veran, weißt du, warum die Kripo bei Ludwig ist? Ist sie das? Na, wo sollen die Beamten sonst sein? Draußen vorm Tor steht ein Auto vom K11. Ich kenne die Nummer, weil Chris den Wagen mal gefahren hat. Dann geht es wohl doch um diesen Chaoten. Wieso? Ludwig hat doch behauptet, er hat nichts damit zu tun. Das kann ich für Ludwig nur hoffen. Ja. Lass was von dir hören! Der Wilfried weiß immer Bescheid. Wenn die Bulle kommen, ich sag aus, was der Wilfried gesagt hat, ja? Alles klar. Aber sag's ihm noch immer, ja? Solange es keine Zeugen gibt. Tschüss, ihr beiden. Ich fahre jetzt zu Chris. Lass dir Zeit. Er weiß es ja nicht.
Wer sagt uns das? In diesem Zustand haben Kranke oft ein besonders feines Gespür. Und dass sie es nicht äußern können, ist kein Gegenbeweis. Tschüss. Komm rein. Kann ich bei Ihnen bleiben? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Es wird sich finden. Guten Tag. Bist du der Bruno Dickert? Genannt Woody? Ja. Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Komm, setz dich. Wir sind von der Kriminalpolizei. Das ist hier mein Kollege Bogler. Mein Name ist Zitsch. Wenn ich rausgehen soll? Das kommt ganz auf unseren jungen Freund an. Von mir aus können Sie gerne hierbleiben. Du warst am Sonntag auf dem Fußballplatz, Darmstadt gegen Saarbrücken. Hat es da was Besonderes gegeben? Ich weiß von nichts. Nach dem Spiel? Da hat's eine Schlägerei mit ein paar Bullen gegeben. Und einer unserer Kollegen ist dabei so schwer verletzt worden, dass er von den städtischen Kliniken in die Uniklinik nach Mainz geflogen werden musste. Weißt du, was da passiert ist? Nein. Uns wurde aber gesagt, du hättest was damit zu tun. Wer hat es gesagt? Was glaubst du, wie wir hierher gefunden haben? Auch in eurem Club gibt es Informanten. Das können Sie nur vom Wilfried wissen. Und der kann auch bezeugen, dass der Polizist weggelaufen ist. Erst später ist dann der Notarztware gekommen. Und warum ist der Polizist weggelaufen? Er wollte wahrscheinlich zu den anderen Bullen, die sich da mit ein paar von uns rumgeschlagen haben. Sonst weißt du nichts? Nein. Mir hast du aber was anderes gesagt. Bub, es geht hier nicht um ein paar geklaute Zigaretten. Es geht um versuchten Totschlag. Damit habe ich nichts zu tun. Gehört das dir? Ja. Dein Vater hat uns erlaubt, dass wir uns in deinem Zimmer umsehen. Dabei haben wir erfahren, dass er nichts mehr von dir wissen will. Er hat mich rausgeworfen. Er ist gestern von seiner Tour zurückgekommen und da hat er einen Brief von meinem Arbeitgeber gelesen, dass ich meine Lehre abgebrochen habe als Gärtner. Ach, das ist nichts für mich. Du schießt lieber auf Polizisten. Also los, komm, raus mit der Sprache. Was du mir gesagt hast, kannst du auch der Polizei erzählen. Ich hab mit der Zwille geschossen auf den Polizisten, den sie dann später abtransportiert haben. Hast du ihn getroffen? Er hat sich die Hand ans Gesicht gehalten. Aber dann ist er weggelaufen. Wohin? Zu den anderen Bullen. Der hat sich von dir ins Gesicht schießen lassen und ist dann weggelaufen. Ja. Du merkst doch selbst, dass das faul ist. Ich glaube, du siehst da nicht ganz klar. Wir wollen dir nichts anhängen. Wenn du dir sonst nichts hast zu Schulden kommen lassen, helfen wir dir sogar. Aber es geht bestimmt nicht, wenn du uns weiterhin so windschiefe Sachen erzählst. Es war so. Und dann? Ich bin nach Haus. Das heißt, der Mann hier hat mich mitgenommen. Dann war ich hier, weil ich gedacht habe, dieser Brückener schlage mich zusammen. Und hier hast du dann telefoniert. Mit wem denn? Mit dem Kumpel. Mit dem Wilfried, der kann das alles bezeugen. Ich glaube, wir müssen auf dem Präsidium noch einiges klären. Was ist? Kommst du freiwillig mit? Warum soll ich denn mitgehen? Ich habe alles gesagt. Wenn du dich weigerst, dann bist du vorläufig festgenommen. Du stehst in Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil meines Kollegen. Dürfen Sie das überhaupt? Ohne Haftbefehl? Als Polizeibeamter darf ich die vorläufige Festnahme aussprechen. Wenn sich der Tatbestand bestätigt oder der Verdacht erhärtet, dann wird die Staatsanwaltschaft ersucht, einen Haftbefehl zu beantragen. Dann wirst du innerhalb der vorgeschriebenen Frist dem Haftrichter vorgeführt. Ich gehe freiwillig mit, aber tut mich nicht anbinde. Okay. Gehen wir.
Für alle Fälle. Ich weiß nicht. Dann hast du nichts zu befürchten und dann kannst du auch wiederkommen. Ludwig! Den will ich hier nicht mehr sehen. Hast du mich verstanden? Habe ich mal vielleicht was angelacht. Trombusch. Ach, Ludwig. Entschuldige, aber ich bin außer Puste. Weißt du was von Chris? Ja, vielleicht hat Tina mich ja angerufen. Aber ich war weg. Du, ich habe mein Lokal angesehen, die Katakomben. Das hat zwar einen schlechten Ruf, aber dafür kostet es auch nicht viel und liegt mitten in der Stadt. Was kann ich denn für dich tun? Ob Daniel zu Besuch kommen kann? Ludwig, bei dir brennt's wohl wieder mal. Kannst du, Richie? Diese Frau Diebelshauser ist ja ein wahrer Wonneproppen. Mutti. Augenblick mal. Wann hast du denn morgen Schule? Um 10:30. Okay, wir kommen. Juhu! Aber nicht bis Lokalschluss. Wenn du nur überhaupt kommst, stell jemand ein und du ärgerst dich schwarz. Und was soll ich denn machen? Die Frau ist schwanger, meldet sich dauernd krank. Und ein Doktor, der das bestätigt, der findet sich immer. Ach, Oma. Oma, die hat ihr Herz neuerdings für die Naturheilkunde entdeckt und kommt nur am Wochenende. Tina fahre ich erst gar nicht, die hat ganz andere Sorge. Und mit Yvonne allein schaffe ich das nicht. Dabei kann ich noch froh sein, dass das Mädchen das Geld nötig braucht, sonst hätte ich die auch nicht. Hm. Leider ein 2-Jahres-Vertrag. Ich habe der Frau halt vertraut. Das ist schon ganz anderen Esel passiert. Du sagst es. Hm. Bis später. Aber die lernt mich kennen. So. Also genau, wo war der Polizist, als du auf ihn geschossen hast? Dort, wo der steht. Hier? Ja. Und wo hast du gestanden? Da. Womit hast du eigentlich geschossen? Mit so einem kleinen Steinchen. Was hältst du eigentlich davon? Diesen Stahlkrampen haben wir hier gefunden. Und dieselben in deiner Wohnung. Alles klar. Also noch einmal. Was ist passiert, nachdem du ihn getroffen hast? Der Polizist hat sich das Gesicht gehalten und ist dann weggelaufen. Durch mich ist da nichts passiert. Hat er dich gesehen? Nee, ich glaub nicht. Wohin ist er gelaufen? In den Garagehof, wo die anderen all waren. Und das weißt du genau? Ja. Erstaunlich. Kann diese Angaben irgendjemand bestätigen? Der Wilfried. Der Wilfried hat alles gesehen. Er soll mal kommen. Nimm den mit. Du weißt, worum es geht. Erzähl mal. Warum wart ihr übrigens nicht hinten bei all den anderen im Garagenhof? Ich war doch in meinem Auto, das war dort geparkt. Plötzlich zieht der Woody seine Zwille und schießt auf den Bullen. Und wo war der? Ich glaube, da, wo der Bulle steht. Und du? Du warst bei deinem Kumpel? Der war ja mit mir im Wagen. Wir waren dort. Und was ist dann passiert? So genau weiß ich das nicht. Ich habe mich mit meiner Videokamera beschäftigt, jetzt irgendwie gehakt. Ausgerechnet in diesem Augenblick. Schon auf dem Fußballplatz. Du hast gesehen, dass er seine Zwille zieht und schießt. Aber was geschehen ist, nachdem er ihn getroffen hat, das weißt du nicht? Nein, wegen der Kamera. Als ich von dem Scheißding wieder aufgesehen habe, ist der Woody weggelaufen und der Bulle hat da gelegen. Gelegen? Warum? Weiß ich nicht. Der hat reglos da gelegen. Wo genau?
Da, vor der Mülltonne. Und der Woody, der ist weggelaufen? Ja. Weshalb? Könnte der Woody schuld gewesen sein, dass der Polizist so plötzlich reglos auf dem Boden gelegen hat? Ich meine, nach einem Schuss aus einer Zwille bleibt niemand reglos auf dem Boden liegen. Schon gar nicht, wenn er danach noch ein paar Meter weiter gelaufen ist. Anders gefragt. Nach dem Schuss aus der Zwille hat sich doch der Polizist das Gesicht gehalten. Könnte es sein, dass währenddessen der Woody auf ihn zugesprungen ist und ihn dann niedergeschlagen hat? Das weiß ich nicht. Ist das denkbar? Das ist schwer zu sagen. Verdammt nochmal! Irgendjemand muss es doch gewesen sein. Immerhin ist der Polizist mit schweren Schädelverletzungen nach Mainz geflogen worden. Vielleicht ist er gestürzt? Den anderen. Und du sagst, der Woody ist weggelaufen. Nicht der Polizist. Der konnte schwerlich laufen. Ich hätte gern noch mal gehört, wer da weggelaufen ist. Der Polizist. Das ist aber falsch. Du hast doch gesagt, dass der Polizist weggelaufen ist. Am Telefon hast du das wörtlich zu mir gesagt. Ja, ich habe weggelaufen gesagt, aber damit habe ich doch dich gemeint und nicht den Polizisten. Und du bist doch auch weggelaufen. Stimmt das? Ich hatte Angst. Weil der Polizist plötzlich so stumm dagelegen hat. Das weiß ich nicht. Hängt mir doch da nichts an. Wie ich weggelaufen bin, hat der sich nur das Gesicht gehalten. Das wird sich alles klären. Nach der momentanen Beweislage bist du dringend tatverdächtig. Der Richter wird über deine Untersuchungshaft entscheiden. Aber ich war's doch nicht. Das kannst du alles dem Richter erzählen. Kann ich gehen? Wenn du auf dem Präsidium deine Aussage unterschrieben hast, kannst du nach Hause gehen. Ja. Schon wieder. Gib mir mal das Überbrückungskabel. Das rote Kabel. Nee, lass, ich komm gleich zurück. Guten Tag. Ist der Lechner da? Bitte sehr, Sie kennen ja den Weg. Zu freundlich. Doch nicht. Komm, lass mich mal. Warum machst du das überhaupt selber? Da kommt Freude auf. 7,50 Mark kostet das in der Waschstraße. Eben. Ich verkaufe den Wagen morgen. Und womit willst du künftig fahren? Mit dem Rad. Wer hat denn da gerade geklingelt? Ach so, ja. Diese unmögliche Person. Die Mutter von dem Wasserwerfer. Und warum sagst du das erst jetzt? Mein Gott. Das ist aber ein lieber Besuch. Oder hat der Daniel schon wieder mit Wassertüten geworfen? Einer auf den Kopf Ihrer Mutter reicht mir. Mein Wagen springt nicht an und da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir was von Ihrer Batterie abgeben können. Verbindungskabel habe ich. Kein Problem. Ich muss in die alte Mühle. Was halten Sie davon, wenn ich Sie hinbringe? Ja, und wie komme ich zurück? Nur mit mir. Ich hole Sie ab. Und morgen früh können wir die Batterie immer noch aufladen. Das dauert. Und Sie haben es ja eilig. Ja, die warten schon auf mich. Sehen Sie. Wenn Frau Drombusch kommt, sagst du mir künftig sofort Bescheid. Ach, bei der einen Dame bist du nicht zu Hause, die andere lässt du absichtlich warten und bei der dritten muss unbedingt sofort Bescheid gesagt werden. Da kennen sich einer aus. Den Wasserwurf verzeiht sie Ihnen nie. Immerhin gehöre ich zur bevorzugten Kategorie. Was das? Das war's. Das können Sie dir schon beweisen, ne? Tschüss. Ich muss noch unterschreiben. Hier und hier. Warum? Weil eine Beschuldigtenvernehmung unterschrieben wird. Bring ihn runter. Komm.
Zilch, den Staatsanwalt bitte. So, zwei Schlüsselbunde, ein Ausweis, eine 17,50 Pfennig. Jacke aus, Halsdruck, Gürtel ab und dann die Schuhe. Ich werde euch beschweren. Ohne Schuhe. Das steht dir frei. Sie haben überhaupt keine Beweise. Und ich bin auch Jugendlicher. Du hast keinen festen Wohnsitz, keinen Arbeitsplatz. Es wird Stahlkampen auf einen Polizisten geschossen, der jetzt auch auf der Intensivstation liegt. Und das alles während einer 6-monatige Gefängnisstrafe wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Einbruch und Diebstahl zur Bewährung ausgesetzt ist. Noch was? Und wie geht's weiter? Du wirst so schnell wie möglich dem Haftrichter vorgeführt. Alles okay. Mhm. Ich muss nur noch den Vertrag überprüfen lassen. Aber warum ausgerechnet die Katakomben? Wie willst du gutes Publikum in diesen Rockkeller kriegen? Ehemals Umschlagplatz für Drogen. Nur durch den Konzessionsentzug des Vorgängers komme ich ja da rein. Meine Chance. Ein guter Ruf spricht sich schließlich ebenso rum wie ein schlechter. Ein schlechter klebt nur länger. Was ist denn? Ich bin doch gekommen. Ich denke, Sie sind krank. Bin ich auch. Aber wenn ich kann, komme ich. Sie kennen mich doch. Lass nur. Jeder Mensch hat das Recht auf eine Chance. Geh nur. Zu dritt schaffen wir das schon. Und Yvonne, fall nicht von der Leiter. So, jetzt höre ich keinen Mucks mehr, hm? Ja. Versprecht ihr mir, dass ich schlafe? Ja. Ja? Gute Nacht, Lass mich rein. Bitte. Ich will dir dein Geld bringen. Hier. Hier. Die Gewehre und die Preise vom Schießstand hatte ich noch. Mache auf. 5000 sind deine. Gib mir ein Bier. Leistungsdroge. Synthetisch. Die Kohle wechselt zum Morgen gegen Blaue.
Die Blutflecken sind von mir. Bringen Sie eine Reinigung. Wärmer. Nehmen Sie die Gläser mit. Ist kein Problem. Hallo, Mami. Na, wie geht's, Chris? Ich habe lange mit dem Oberarzt gesprochen. Er ist außer Lebensgefahr, ja. Aber die haben das Tina nicht so brutal gesagt. Erst in einem Vierteljahr wird sich entschieden haben, wann der endgültige Zustand der Funktionsstörung erreicht ist. Ob sich da eine Besserung ergibt oder ob er auf Dauer teilnahmslos zur Decke sieht. Bis dahin bleibt er mit Sicherheit ein Pflegefall. Wenn nicht überhaupt. Ja, und Tina, weiß sie es denn? Sie kam nach Hause und war so glücklich, dass er außer Lebensgefahr ist. Du. Das ist nicht deine Aufgabe. Überlass das den Ärzten. Wie Ärzte so etwas erledigen? Nein, nein, ich sag dir das schon. Oh, heute nicht. Oh mein Gott. Zum Wohl. Möchten Sie was essen? Nein, danke. Ich bin nur der Chauffeur. Also, ich habe ja schon manchen Arbeitgeber gehabt, aber so einen noch nicht. Was kann ich denn dafür, dass mir schlecht ist? Das ist der Rauch da drin. Das vertrage ich nicht in der Schwangerschaft. Das war noch jedes Mal so. Na. Ich könnte meine Hinweise. Sowas passiert auch nur mir. Nachdem die Thyssenelda um einen Vorschuss gebeten hat und das Geld in ihrer Handtasche verschwunden war, ist er prompt wieder schlecht geworden. Pünktlich wie der letzte Bus. Was ist denn? Vera ist aus Mainz gekommen. Ja, sofort. Ludwig, komm doch mal mit. Hm. Halb elf. Also das ist ja wohl unglaublich. Ich bin sehr enttäuscht. Das wirkt wohl. Oh nein! Also jetzt ist aber Schluss! Na? Da sehe ich keine Möglichkeit. Tja. Nach diesem Vertrag haben Sie die Bedienung für 2 Jahre an sich gebunden. Eine vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses wäre nur im Einvernehmen mit der Frau möglich. Da sie dazu vermutlich nicht bereit sein wird, bleibt nur die außerordentliche Kündigung. Ja, aber hierfür ist ein hinreichender Grund nicht ersichtlich. Ja, aber die feiert doch dauernd krank. Sie hat einen Attest. Außerdem ist sie schwanger, wie Sie sagen. Das hätte sie mal vorher sagen sollen, bevor sie den Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Sie fehlt und ich bezahle die Übelkeit. Sowas nenne ich Betrug. Haben Sie sie denn nach einer bestehenden Schwangerschaft gefragt? Nein, das... Wie können Sie davon Betrug reden? Sie muss das nicht freiwillig erklären. Also kann ich die Person noch nicht einmal loswerden? Als Schwangere genießt sie einen besonderen Kündigungsschutz. Und wie ich meine, zu Recht. Damit wir uns verstehen. Die Gesetze sind gut. Aber wer schützt uns vor denen, die sie missbrauchen? Beweise. Ja. So. Tschüss, Ludwig, wir gehen dann. Ist ja nicht mehr viel los. Beweise. Beweis mal einem, dass er arbeiten kann, wenn er nicht arbeiten will. Helfen Sie dem Mann eigentlich öfters? Mhm. Immer, wenn er mich braucht. Dann schätze ich ihn wohl falsch ein. Vermutlich ebenso wie diese Frau Diemelshauser. Oh. Danke.
nett von Ihnen. Reiner Egoismus. Jetzt müssen Sie mich nach Hause bringen. Richtig. Zu Ihrer Mami, wo Ihre schlauen Bücher sind. Wie sich alles so zusammenfügt. Trombusch? Ach, Tina. Nein, nein, nein. Da gibt es vorläufig nichts Neues. War doch auch erst vor ein paar Tagen und dafür... Bitte? Die sind beide bei dir? Das kann ich mir vorstellen, dass die Terror machen. Du, es ist aber schon so spät. Jetzt? Na gut, ich komme. Nein, es ist kein Problem. Ja, bis gleich. Ja, komm rein. Das ist aber ein anderes Zuhause. Haben Sie mich meiner Mutter zugeordnet? Oder ich? Hallo. Haben Sie das gebaut? Ja. Vor 7 Jahren. Ganz schön. Möchten Sie ablegen? Danke, ich glaube, das lohnt nicht. Aber Klienten im Mantel berate ich grundsätzlich nicht. Was darf ich Ihnen anbieten? Allerdings bin ich nicht mehr sehr gut sortiert. Sehr nett, aber bei Beratungen trinke ich grundsätzlich nicht. Eine Frau mit Grundsätzen findet man selten. Bevorzugen Sie mehr solche, die keine haben? Die sind zumindest weniger kompliziert. Sie wollen nicht bleiben, sie wollen nicht ablegen, sie wollen nicht trinken. Sie sind ein ausgesprochen schwieriger Fall. Wer fühlt sich schon gern beobachtet von anderen Fällen? Das ist ein Problem. Ich schlage vor, ich nehme meine Bücher... Den Pachtvertrag können wir ja auch bei Ihnen besprechen und folge gerne Ihrer Einladung. Habe ich Sie eingeladen? Irgendwo muss ich Sie ja beraten. Tun Sie das immer so nah? Wozu führt schon Distanz? Zu einem Fall, aus dem kein Fall wird. Ja, das ist mein Dilemma. Erstaunlich bei der Übung. Gehen wir? Gehen wir. Sicher dauert es noch lange, bis er wieder hergestellt ist. Aber er ist auf dem besten Weg. Er ist außer Lebensgefahr. Das ist doch ein Riesenfortschritt. Ganz sicher. Deshalb hat ja auch der Arzt gefragt, was geschieht, wenn die Zeit im Krankenhaus um ist. Die Behandlungsmöglichkeiten bei einem solchen Schädelhirntrauma sind relativ begrenzt. Ja und? Was heißt das? Bei derartigen Verletzungen kann kein Mensch voraussehen, wann deren Endzustand erreicht sein wird. Was willst du damit sagen? Chris wird am Leben bleiben. Aber wie das aussehen wird, das weiß man nicht. Und im Grunde ist das doch auch nicht neu für uns. Wir haben es vielleicht nur nicht in vollem Umfange wahrhaben wollen. Was nicht wahrhaben wollen? Sicher wird vieles noch viel besser werden. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass Chris in seiner Persönlichkeit nicht mehr der Alte sein wird. Dass möglicherweise körperliche und auch geistige Einbußen zurückbleiben. Dass er
auf Dauer bewusstlos ist? Nein, das ist unwahrscheinlich. Eher gelähmt? Tina, lass uns das Herz nicht schwer machen mit Spekulationen. Chris lebt und er braucht unsere Hilfe. Aber wenn Sie ihm im Krankenhaus nicht mehr helfen können, was können wir dann tun? Ihn pflegen. Aber warum tun Sie das nicht im Krankenhaus? Dort gibt es Ärzte, Krankenschwestern. Dort haben Sie... Weil ein Krankenhaus kein Pflegeheim ist. Haben Sie dir gesagt, dass er ein Pflegefall bleibt? Zumindest in der nächsten Zeit, bis wir... Dann kann man sich also nur noch Pflege um ihn. Dann gibt man ihn auf. Nein, Tina, niemand gibt ihn auf. Im Gegenteil, es wird alles Erdenkliche für ihn getan. Aber da, wo man nichts mehr tun kann, wo alle ärztliche Hilfe am Ende ist, da sind wir gefragt. Da müssen wir ein Umfeld schaffen, in dem er spürt, meine liebsten Menschen sind um mich, jetzt wird alles gut. Das Berühren der Hand, das Streichen der Stirne hilft oft mehr als alle ärztliche Kunst. Das Unterbewusstsein ist oft eine Kraft, die Wunder wirkt. Ich könnte dir die Geschichte von einem Patienten erzählen. Einem Patienten, den die Ärzte aufgegeben hatten. Moriturus, ein Sterbender, hatte der Professor am Bett des Bewusstlosen gesagt. Aber zur Überraschung aller ging es mit dem Patienten wieder bergauf. Er wurde gesund, man konnte sich das nicht erklären. Später sagte der Mann, ich weiß ganz genau, es ist jemand an mein Bett getreten und hat Moriturus gesagt. Und da dachte ich, das heißt wohl auf Deutsch, der wird gesund. Und da wusste ich, dass ich es schaffen würde. Tina. Komm. Oh Gott. Das hat er nicht verdient. Ich will alles tun. Vera, ich will alles für ihn tun. Wenn es nur hilft. Oh Gott. Wenn es nur hilft. Also der Vertrag ist soweit in Ordnung. Bis auf das Inventar. Gibt es kein Inventar in den Katakomben? Es ist verabredet, dass ich das übernehme. Ja, schon. Aber nicht schriftlich. Und dazu hat man Verträge. Nach dieser Abmachung hier laufen Sie Gefahr, dass Sie das Kellerlokal neu einrichten müssen. Außerdem ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Das betrifft die Stereoanlage. Die scheint nicht mehr die beste zu sein. Das weiß ich nicht. Dann muss da auf jeden Fall ein entsprechender Passus rein. Ich nehme den Vertrag mit, okay? Danke. Kommen Sie. Sagen Sie, haben Sie eigentlich keine Sorge, die verrufenen Katakomben zu übernehmen? Setzen Sie sich. Danke. Geld für ein bestens eingeführtes Lokal habe ich leider nicht. Trinken Sie lieber Weißwein oder Bier? Was ist denn das für ein Weißwein? Franke, ein wasserloser Lu-Männchen. Oh, das Lu-Männchen möchte ich gerne kennenlernen, darf ich? Mhm. Sehr zum Wohl. Was denken Sie? Ich denke an meinen Bruder. Er liegt ohne Bewusstsein in der Uniklinik Mainz. Seit fast einer Woche. Ein Verkehrsunfall? Chaoten haben ihn zusammengeschlagen. Er ist Polizist. Wenn Sie rauchen möchten... Ja, nein. Ich rauche nicht. Schön ist es hier. Mhm. So eine schlafende Stadt hat schon was rühren müssen, ne? Ich mag sie. Ich werde aus ihnen nicht klug. Wie sollten sie auch? Ich war Geschäftsführer und Justiziar bei der Traun GmbH. Wir sind Chemiebetrieb mit rund 8000 Mitarbeitern. Bis man mir von heute auf morgen gekündigt hat. Der Sohn des Besitzers hat inzwischen als Jurist promoviert und beansprucht in meine Position. Und dagegen hilft kein Vertrag der Welt.
Man hat mich mit Geld abgefunden und draußen war ich. Ich hatte zwar andere Angebote, außerhalb. Ich hätte mich sogar verbessern können, aber der Schock saß zu tief. Außerdem habe ich mein Haus in Darmstadt. Also beschloss ich, mein eigener Herr zu werden. Denn der setzt mich nicht auf die Straße, der lebt im besten Einvernehmen mit mir. Aber als freier Anwalt eine Kanzlei zu eröffnen, eine Klientel aufzubauen, von der sich leben lässt, das dauert nach Ansicht leidvoll Erfahrener mindestens 2 Jahre. Und das bei all den finanziellen Verpflichtungen aus der Zeit fester Einnahmen. Tja, also Miete für teure Kanzleiräume mit Sekretärin und allem Pipapo konnte ich mir nicht leisten. Und so habe ich das Angebot meiner Mutter gerne angenommen. Naja, meine Mutter, die in erster Ehe verwitwete Frau Lechner heißt seit ihrer Wiederverheiratung Frau Bratsch. Ist ein Name, den sie ihrem inzwischen ebenfalls verstorbenen Mann nie vergessen hat. Sie weiß mit anderen Menschen nichts anzufangen. Wahrscheinlich, weil sie mit sich selbst nichts anzufangen weiß. Aber das ist ein anderes Thema. Und wie viel ist um von diesen ominösen 2 Jahren? Knapp die Hälfte. Aber die hat sich gelohnt. Ach, geht's bergauf? Ich habe sie gefunden. Von mir können Sie aber nicht leben. Von Ihnen möchte ich auch nicht leben. Als du mich das erste Mal geküsst hast, hast du Maxchen zu mir gesagt. Magst du wohl nicht? Nicht so, wie es damals gemeint war. Heute ist es anders gemeint. Maxchen. Versuch erst mal zu schlafen. Das ist das Beste, was du für Chris tun kannst. Und wenn sich deine Gedanken wieder im Kreis drehen, dann denk an was Schönes. Denk an Richie. Er hat mich heute gefragt, ob seine Eltern für immer tot seien. Ob er sie zu Weihnachten wiedersehe. Da habe ich gesagt, später. Viel, viel später, wenn du groß bist. Dann siehst du sie wieder. Was hätte ich sonst sagen sollen? Die Fragen werden weniger. In dem Alter verwindet man das noch. Ob ich ihn behalten darf? Warum nicht? Ja, vielleicht gibt's Verwandte. Die hätten sich längst gemeldet. Naja, ich gehe morgen mal zum Jugendamt. Ich brauche ja seine Kleider und Schulsachen und alles. Gute Nacht. Gute Nacht. Was macht Chris? Unverändert. Wenn ich was für ihn tun kann? Du musst dich nicht um ihn kümmern. Es genügt, wenn du dich um den nicht kümmerst, der ihn dahin gebracht hat. Bist du so sicher, dass er es war? Hier in meinem Haus sehe ich ihn nicht mehr. Gute Nacht. Schule. Ich habe glatt verpennt. Besser als gar nicht geschlafen. Hey, wer ist denn im Bad? Da singt einer. Ja, das ist der Installateur. Die Wanne war verstopft. Ja, dann bringe ich ihn zur Schule. Komm, hol mal deinen Ranzen. Danke. Was macht Chris? Er wird wohl zur nächsten Pflegefall sein. Ich weiß noch nicht, wie das zu Hause werden soll. Auf Mutti kannst du Häuser bauen. Und ich bin auch da. Lieb. Kommt ihr? Aber das ändert nichts daran, dass das mein Problem ist. Und ich bin nicht sicher, ob das dann so läuft, wie das richtig ist. Mit der Pflege? Ja, wie denn? Spiel das doch mal durch. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. 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 Richie, kommst du jetzt? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte zum Jugendamt. Oh, Richie, bitte. Ja, und zu wem wollen Sie da? Das weiß ich nicht.
Die Eltern hatten uns den Jungen gegeben, um zu einer Beerdigung in die Staaten zu fliegen. Aber dann ist die Maschine... Ah, jetzt weiß ich. Kommen Sie bitte mit. Du bleibst jetzt bei mir. Ja. Herr Stössner. Guten Tag, Drombusch. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Oh! Hey, 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 hey. Hör mal, wenn du jetzt nicht folgst, dann nehme ich dich nicht mehr mit, hm? Wie wär's, wenn du mit mir gehst? Ich habe auch was zum Spielen. Danke. Richie Straightener, so heißt der Junge wohl. Ja, seine Eltern sind tödlich verunglückt. Über den Arbeitgeber von Dr. Straightener, die ESOG, wurden sie wohl davon unterrichtet. So ist es. Über die amerikanische Vertretung und den Heimatarbeitgeber von Herrn Dr. Straightener sind wir dabei zu klären, ob da Verwandte sind, wo der Junge unterkommt. Aber wie es scheint, ist uns da ein negativer Erfolg beschieden. Darin sehe ich kein Problem. Sie sagten, die Eltern haben das Kind in ihre Obhut gegeben. Haben Sie da was Schriftliches? Ja, wir waren so gut wie befreundet. Als seine Eltern aus den Staaten hier in Darmstadt ankamen, hat sich der Junge verlaufen und mein Mann hat ihn zurückgebracht. Er ist Polizeibeamter. Und warum ist er nicht mitgekommen? Zurzeit liegt er in der Neurologie der Uniklinik Mainz. Er wurde von Raudis zusammengeschlagen. Das tut mir leid. Wo ist denn das Kind momentan untergebracht? Bei uns. Deshalb bin ich ja gekommen. Ich möchte gerne wissen, an wen ich mich wenden muss, damit ich seine Kleider, seine Bettsachen, Schulsachen und so kriege. Die sind ja sicher noch in der Wohnung seiner Eltern. Außerdem muss der Junge auf eine andere Schule. Ich brauche seine Papiere, damit ich ihn ummelden kann. Dazu müsste zunächst entschieden sein, wo der Junge künftig verbleibt. Aber Sie haben recht, so ist es ja kein Zustand. Bis wir das klarer sehen, werden wir veranlassen, dass Sie in den Besitz der notwendigen Dinge kommen. Damit da kein Missverständnis entsteht. Der Junge bleibt bei uns. Ich bekomme keine Kinder und wir würden deshalb gerne den Jungen an Kindesstatt annehmen. Zu gegebener Zeit müssten Sie uns den Antrag schriftlich zureichen. Aber zunächst muss ich Sie da bremsen. Wir... Da gibt es nichts zu bremsen. Mein Mann und ich sind uns einig. Wir behalten den Jungen. Und eben das muss mit dem Einverständnis des Jugendamtes geschehen. Wir haben das Einverständnis der Eltern. Auch wenn die Eltern Sie für wenige Tage beauftragt haben. Sie stehen in keiner Rechtsbeziehung zu dem Jungen. Aufgrund der Entscheidung des Vormundschaftsrichters hat das Jugendamt das Sorgerecht. Trotzdem wollen wir es im Interesse des Kindes bei der augenblicklichen Situation belassen, bis uns nähere Erkenntnisse vorliegen. Und was verstehen Sie darunter? Nun, in den nächsten Tagen wird sie eine Sozialarbeiterin besuchen, um sich ein persönliches Bild zu verschaffen. Wohnverhältnisse, Umfeld und so weiter. Also, wissen Sie eigentlich, dass das beleidigend ist? Glauben Sie etwa, die Eltern hätten uns den Jungen gegeben, wenn wir nicht ihr vollstes Vertrauen hätten? Worauf berufen Sie sich denn? Auf irgendwelche Vorschriften? Nicht auf irgendwelche, auf ganz bestimmte. Ich wüsste nicht, was Sie dagegen haben könnten. Woher weiß ich denn, ob das alles stimmt, was Sie mir erzählen? Woher soll ich wissen, ob Sie überhaupt in der Lage sind, ein Kind zu erziehen? Das kann ich doch in 5 Minuten nicht beurteilen. Und vor allem, wie steht der Junge selbst zu Ihnen? Auf diese Fragen müssen wir zunächst mal eine Antwort haben. Und zwar im Interesse des Kindes. Dann sehen wir weiter. Können wir gehen? Komm mal zu mir. Wie heißt du eigentlich? Richie. Aha. Und wie gefällt's dir so? Hast du auch schon einen Freund? Daniel. Und in der Schule? Auch. Der Mann will sicher wissen, wie es dir bei uns gefällt, hm? Gut, ich habe Hunger. Dann gehen wir jetzt. Im Interesse des Kindes haben Sie sicher nichts dagegen. Ich höre ja wohl von Ihnen. Guten Tag. Wiedersehen. Da steht uns Ärger ins Haus. Ja, aber was vorgenommen. Wenn du mich für heute Abend engagieren willst, dann muss ich dir leider einen Korb geben. Da komme ich schon über die Runden. Ich hätte gern was mit dir besprochen. Komm, Daniel. Wir bringen den Müll raus. Deine neue Hilfe? Student aus Ghana. Er soll ausgewiesen werden. Zu lange in Deutschland. Arbeitserlaubnis hat er keine mehr, da beschäftige ich ihn eben. Der Einzige, auf den Verlass ist. Seitdem er morgens die Brötchen austrägt, da funktioniert's wieder. Aber komm, schieß los.
Es geht um den jungen Fußballfan, der da bei mir war. Diesen Rocker? Wenn du so willst. Ich hatte ihn vom Sportplatz mitgenommen, weil er Angst hatte. 17 Jahre. Da brauchst du gar nicht zu lächeln. Einem Dutzend betrunkener Raudis gegenüber, da hätte ich auch Angst. Vielleicht weißt du, dass ihn die Kripo bei mir verhaftet hat. Er soll Chris zusammengeschlagen haben. Ich habe davon gehört. Er war's aber nicht. Sagst du. Von einem Schuss aus einem selbstgebastelten Katapult bekommt man keinen Schädelbruch. Die Polizei ist da offenbar anderer Meinung. Wie dem auch sei. Er sitzt seit 2 Wochen in Untersuchungshaft und hat mir diesen Brief geschrieben. Kannst ihn lesen. Und was kann ich da tun? Der Junge braucht einen Anwalt. Und da habe ich an deinen Bekannten gedacht. Zunächst mal, dass er mit ihm redet. Und wenn er den Eindruck hat, dass der Bub es nicht gewesen sein kann, dann werde ich die Anwaltskosten übernehmen. Weißt du eigentlich, was du mir da zumutest? Mein Freund soll den rauspauken, der meinen Bruder auf dem Gewissen hat? Und wenn das nicht war, dann war es ein anderer. Und der läuft frei herum. Hier macht ihr es euch etwas zu leicht, vor allem deine Mutter. Den will ich nicht mehr bei mir sehen. Das ist eine glatte Vorverurteilung. Ludwig, er hat mit seinem Katapult auf Chris geschossen. Dafür wird er bestraft. Aber doch nicht für etwas, was er nicht getan hat. Nur weil er eingesperrt ist und sich nicht zu helfen weiß. Die Polizei ist nicht von gestern. Er soll seine Chance haben. Nicht mehr. Und hier ist es mir lieber, ich rede mit dir, als dass ich hinter eurem Rücken zu einem Fremdenanwalt gehe. Du kannst hier Herrn Lechner anrufen. Steht im Telefonbuch. Marion, du unterstellst mir doch nicht, dass ich etwas tue, was gegen Chris gerichtet ist. Warum bist du nur so? Weil mein Verstand meinem Gefühl hinterherhinkt. Aber die kriegen sich schon wieder. Tut es? Das tut. Vielleicht lässt sich Oma anwerben. Frau Diebelshauser? Wieder mal. Oh, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Ja, wer ist denn da? Wie meldest du dich denn? Ich melde mich mit Praxis Heckenroth, weil Herr Heckenroth noch kein Telefon hat. Nein, Ludwig, das geht nicht. Heute Abend geht es nicht, ich habe noch in der Praxis zu tun. Aber ich will gerne Vera für dich fragen. Und jetzt musst du mich bitte entschuldigen, wir haben Sprechstunde. Danke. Das hat wohl für Sie geklingelt. Wie Sie das alles schon beherrschen? Die Schalter, Herr Dr. Schüler, die Schalter. So, jetzt sind Sie erlöst. Aber nur von der Lampe. Sie haben mir nämlich für heute Abend einen vorzüglichen Krautsalat angekündigt. Mit Nürnberger Würstchen. Aber... Frau Dornbusch, bitte. Ja? Frau Schruppler bekommt 10 Ozonbehandlungen. Wegen der Beine? Selbstverständlich. Sie rufen mich, ich komme dann rüber und guck mir die Beine an. Jawohl. Wir verabreden dann die Termine. So, Frau Schrubbler, bitte. Dankeschön. Entschuldigen Sie, wenn ich noch mal auf den Krautsalat zu sprechen komme. Aber, Dr. Schüler, Sie sehen doch, was hier los ist, kurz vor Praxisschluss. Da kann ich doch nicht an den Krautsalat denken. Frau Nitz, Sie können schon durchgehen. Vielen Dank. Außerdem muss Ihr Magen schon sehr stabil sein, wenn der am Abend Krautsalat verträgt. Ihr Essen bekommen wir immer. Das ist ja das Eigenartige. Das sagen Sie ja nur, weil Ihnen das von Frau Werbloff nicht schmeckt. Haben Sie schon mal versucht. Diät. So, wer ist der Nächste? Dr. Schüler. Eigentlich. Bitte sehr. Nach Ihnen. Ah ja, sonst vergesse ich das. Trombusch? Mutter? Nein, tut mir leid. Ludwig muss sehen, wie er alleine damit fertig wird. Ja. Unverändert. Ich komme gerade aus Mainz. Nein, nicht schlechter. Er liegt immer noch in tiefer Bewusstlosigkeit. Oh, hast du das für mich gemalt? Ach, dafür ist doch später noch Zeit. Komm, du Malermeister. Ich sag dir das später. Wie es aussieht, werden wir Chris irgendwann nach Hause holen. Pflegen können wir ihn auch hier. Und du? Wann sieht man dich denn mal wieder? Das ist im Augenblick ganz ausgeschlossen. Ich habe mit der Praxis bis in den Abend zu tun. Ja,
Ja, ich melde mich wieder. Bis dann. Frau Werbelhoff? Sie haben doch viel Betrieb, nicht? Ja, und das kann auch noch dauern. Macht nichts. Ich warte gerne. Herr Dr. Schüler ist schon drin. Nein, nein, ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Ja, dann... Dann kommen Sie doch bitte mit durch. Frau Drombusch. Ja, sofort. Ich müsste allerdings... Ich habe nur eine Frage. Kommt Dr. Schüler eigentlich eher zu Ihnen oder zu diesem Heilpraktiker? Ihm fehlt doch gar nichts. Bitte verstehen Sie das aber nicht so, als ob ich mich in eine Angelegenheit mischen wollte. Sie können sich in gar keine Angelegenheit mischen, weil es keine Angelegenheit gibt. Aber warum ist Dr. Schüler dann so selten zu Hause? Er ist bei Ihnen. Sie sitzen am Abend gemeinsam beim Fernsehen, bis spät in die Nacht. Ja, wenn Ihnen nichts an Dr. Schüler liegt, warum lassen Sie ihn dann das Gegenteil glauben? Ja, muss ich das begründen? Vielleicht ist es mir lieber, zu zweit zu sein, als allein. Und das müssten Sie doch eigentlich verstehen können. Sie sind doch damals zu ihm gezogen aus dem gleichen Grund, was ich 2 Jahre später mehr durch Zufall erfahren habe. Herr Dr. Schüler hat sich halt für mich entschieden. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Schüler entscheidet sich nie. Das kompliziert die Dinge ja so, weil Herr Dr. Schüler sich immer alle Mühlen offen hält. Ja, immerhin habe ich 2 Jahre für ihn gesorgt. Dr. Schüler war allein, ich war allein. Ich habe damals meinen Platz im Altersheim für ihn aufgegeben. Und wenn er sich heute entscheidet, eine kleinere Wohnung zu nehmen, weil er mich jetzt nicht mehr braucht, wo soll ich dann hin? Mein Platz im Altersheim ist futsch. Und was für Sie ein Zeitvertreib ist, ist für mich eine Existenzfrage. Ich hätte Sie sonst nicht belästigen. Frau Drombusch? Oh Gott, die habe ich ja ganz vergessen. Sofort! Wenn Ihnen wirklich so viel daran gelegen ist. Wir finden einen Weg. Ja. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Das war ja fast ein Volltreffer. Na, das bringt natürlich Spaß. Das sind die Möbel aus dem Elternhaus? Zum Teil. Und dir? Gefällt es dir hier? Eine neue Schule ist blöd. Auch wenn du erstmal Freunde dort gefunden hast, dann gibt sich das. Wer ist denn der Teddy? Olli. Olli? Guten Tag, Olli. Guten Tag. Und wer ist das hier? Das ist meine Mom. Aber sie kommt nicht mehr. Er spricht gut Deutsch. Wir üben ja auch fleißig. Es ist sicherlich im Augenblick sehr schwierig für Sie. Ich habe mehrfach angerufen. Aber Sie waren wohl bei Ihrem Mann. Ja, ich war häufig in Mainz. Aber da können Sie den Jungen doch nicht mitnehmen. Dann ist er bei meiner Schwiegermutter oder bei einem Onkel. Einer ist immer da. Darf ich runter? Ja klar, viel Spaß. Dann steht wohl die ganze Familie hinter dem Jungen. Ist das ein Wunder in seinem Fall? Das ist nicht immer so. Bei farbigen Kindern gibt es die seltsamsten Vorurteile. Leider. Und das ist für die Erziehung dann schon problematisch. Richie! Schon weg. Ich gehe mal mit runter. Aber Ihrem Mann geht es wohl wieder besser. Oh ja, viel besser. Wir sind da sehr zuversichtlich. Richie! Aber nur bis zur Straße, ja? Okay. Und wird er seinen Dienst wieder aufnehmen? Eines Tages. Das wäre ja wohl schlimm. Und der Täter, ist der gefasst? So ein Chaot. Aber man muss es ihm erst beweisen. Hauptsache, Ihr Mann kommt wieder auf die Beine. Denn zu einer richtigen Familie gehören eben 2 Elternteile. Ich schaue gelegentlich wieder vorbei. Muss das sein? Also nichts gegen Sie persönlich, aber wer wird schon gern kontrolliert? Sie kennen sich und Ihr Verhältnis zu dem Jungen. Aber wir kennen weder das eine noch das andere. Und dieses Defizit lässt sich eben einfach nur durch Besuche abbauen und durch Gespräche. Wie sonst? Und im Interesse des Jungen sollten wir beide das unverkrampft versuchen. Hm? Guten Tag. Blöde Ziege. Fehlt nur noch, dass sie Noten vergibt.
Sie können dann bitte kommen. Sie wissen ja Bescheid. Ich bin gleich bei Ihnen. Wiedersehen. So, Sie lassen sich bitte einen Termin geben. Sie haben hier die Antragung vergessen. Oh, Verzeihung. Mhm. Bleibt es dabei, dass wir heute Abend zusammen die Abrechnung machen? Oh, wenn Sie das meinen. Gerne. So, und jetzt Frau Schirmer, bitte. Wofür möchten Sie einen Termin? Für eine Beratung oder eine Kurzwelle? Dann wird wohl heute nichts aus unserem Abend. Unseren Abend? Hat es nie gegeben. Und wenn es Ihnen um den Krautsalat geht, ich gebe gerne Frau Werbloff das Rezept. Beratung oder Kurzwelle? Herr Heckenroth hat soeben einen Patienten verloren. Er hätte ohnehin gerne mehr Zeit für die wirklichen Beschwerden. Danke. Sie haben bei mir jetzt was gut. Keine Ursache. Ja, bitte. Moment. Nicht durch. Tina, was führt dich zu mir? Probleme? Ich erwarte in diesen Tagen deinen Vater wegen der Teilhaberschaft. Ich hoffe, dass sie dann kleiner werden. Hat er denn inzwischen die Geschäftsräume der Stadt gemietet? Das wird er mir dann sagen. Na, wo drückt der Schuh? Also, mit dem, was Chris netto überwiesen wird, ohne das Geld, das ich dazu verdiene, schaffen wir es nicht. Und ohne dass ich meinen Job aufgebe, kann ich Chris nicht pflegen. Also bitte, stell mich da nicht vor die vollendete Tatsache. Die Situation stellt uns vor die vollendete Tatsache, nicht ich. Pflegen kann man ihn auch sehr gut im Krankenhaus. Er wird nicht im Krankenhaus gepflegt, solange er hier gepflegt werden kann. Also entschuldige, das entscheidest nicht du, sondern ich. Aber Tina, niemand nimmt dir deine Entscheidung. Wenn sie auf die richtige Weise ausfällt und zum richtigen Zeitpunkt. Im Übrigen behält kein Krankenhaus einen Pflegefall und schon gar nicht die Uniklinik. Du musst ja deinen Job bei der Stadt nicht aufgeben. Ich habe ihn aufgegeben. Tommy ist zunächst beim Bund. Wenn er kommt, kann er jederzeit im Gästezimmer schlafen. Also ist sein Zimmer frei für Chris. Und was ist, wenn ihm was fehlt? Er kann sich doch nicht äußern. Ich habe Angst vor dieser Verantwortung. Das musst du nicht. Ich bin ja auch noch da. Aber Chris ist mein Mann. Ich kann doch nicht bei jedem Zweifel die Schwiegermutter zur Hilfe holen. Ich habe ein anderes Verhältnis zu kranken Menschen. Du kannst mich doch nicht mit dir vergleichen. Wenn ich dein Naturell hätte, dann wäre ich auch Krankenschwester geworden. Hier gibt es eine Gemeindeschwester und einen Landarzt gibt es auch. Du verstehst mich nicht. Du willst mich auch gar nicht verstehen. Blinde Liebe hilft da nicht weiter. Ich höre immer nur Nein. Ich verstehe, dass du dich gegen eine Verantwortung wehrst, der du dich nicht gewachsen fühlst. Aber Verantwortung lässt sich lernen. Hier geht es um Chris, nicht um dich. Aber ich muss die Kraft haben, das tun zu können und den Mut. Ich denke, du liebst ihn. Chris bleibt unter der Obhut von Ärzten, Schwestern und Pflegern, die diesen Beruf gelernt haben und die jederzeit für ihn da sind, bei Tag und bei Nacht. Und nicht irgendwo unterwegs wie ein Landarzt oder eine Gemeindeschwester. Und dass das so passiert, dafür werde ich sorgen. Der Weg ins Pflegeheim ist weit. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber mein Wagen gestreikt. Sagen Sie, kann man ihm das nicht abnehmen? Wenn es der Jugendrichter so will. Wenn Sie versprechen, nicht zu turnen? Wenn ich nach der Haftprüfung sowieso freikomme? So weit sind wir noch nicht.
Sie sitzen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und des versuchten Totschlages in Untersuchungshaft. Die Haftgründe damals waren dringender Tatverdacht und die Tatsache, dass Sie keine sozialen Bindungen haben. Hat sich daran zunächst etwas geändert? Also der dringende Tatverdacht ist nicht mehr gegeben. Nach Prüfung der Akten besteht für mich daran kein Zweifel. Der Zeuge soll mal kommen. Bitte beachten Sie es nicht, falls die beiden jetzt miteinander kontaktieren. Woody, wo genau war der Polizist, als du mit der Zwille auf ihn geschossen hast? Hier. Diese Aussage stimmt mit der des Zeugen überein. Reglos aufgefunden wurde der Polizist aber vor den Mülltonnen. 10 Meter weiter. Hier also muss er sich auch die schwere Kopfverletzung zugezogen haben, denn danach läuft keiner mehr. Stimmen wir insoweit überein? Wer sagt mir, dass der Schuss aus dem Katapult nicht eine verzögernde Wirkung hatte? Etwa in die Schläfe? Oder dass der Kollege infolge des Schusses stürzte und mit dem Kopf auf das Pflaster aufschlug? Das ärztliche Attest. Außerdem hätten Sie Blutspuren finden müssen. Darin ist eindeutig ausgewiesen, dass es sich bei dem Schuss mit dem Katapult um eine harmlose Fleischwunde an der Wange handelt. Folglich ist diese weder ursächlich für die Schädelverletzung, noch kann sie für eine Kausalität herangezogen werden. Ursache war die Einwirkung stumpfer Gewalt. Wir haben Polaroid-Fotos aus Mainz. Das haben wir nicht bekommen. Das ist von dem Arzt hier aus den städtischen Kliniken, der den Hubschraubertransport nach Mainz veranlasst hat. Cool bleiben. Läuft doch alles. Nach diesem Schreiben habe ich Zweifel an dem dringenden Tatverdacht. Und die Untersuchungshaft könnte unter gewissen Auflagen außer Vollzug gesetzt werden, wenn da nicht diverse Vorstrafen zur Bewährung ausgesetzt wären. Von der anzunehmen ist, dass sie widerrufen wird, unter anderem deshalb, weil der Beschuldigte die Auflage, Fußballplätzen fernzubleiben, nicht befolgt hat. Meine Herren, aus bestimmten Gründen bin ich an der Wahrheitsfindung ebenso interessiert wie Sie im Falle Ihres Kollegen. Ich bin bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Denn es ist meine feste Überzeugung, dass Sie den Falschen eingelocht haben. Ich habe Grund zu der Annahme, dass mehr hinter der Sache steckt, als wir bis jetzt wissen. Und das müssen wir herausfinden. Das können wir aber nur mit Hilfe des Beschuldigten, der ein vitales Interesse daran hat, vom Makel des versuchten Totschlags freizukommen. Wenn uns also einer zu dem Täter hinführen kann, dann er. Das kann er aber nicht, wenn er einsitzt. Können Sie mir für ihn garantieren? Ja, das kann ich nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich ihm einen festen Wohnsitz verschaffen kann. Vielleicht sogar einen Arbeitsplatz. Ich werde mir die Sache überlegen und entscheide demnächst. Wenn ich Sie rauslasse, dann nur unter der Auflage, dass Sie sich wöchentlich 2-mal bei der Polizei melden. Den Beschluss bekommen Sie schriftlich. Ich danke Ihnen. Ich krieg dich raus. Hallo! Oh, was habt ihr denn vor? Was lange wird, wird endlich gut. Solange wir uns noch kennen. Wenn ich wieder auf die Welt komme, werde ich Schäfer. Ja, und dann machst du Termine mit deinem Schal. Ist der Steppke oben? Moment, Finger weg. Bis gleich. Ja. Du sollst doch nicht immer so doll da reinspringen. Ich meine das ernst. Das Bett geht kaputt. Hallo. 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 Oh, morgen. Nee. Und nicht in der Wohnung. Jetzt wird geschlafen. Hier, dein Olli. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Finde ich aber wirklich ganz lieb von euch. Was macht Chris? Tut sich nichts. Die Ärzte sagen, es wäre eine Störung im Mittelhirnbereich. Muss man Geduld haben. Wollt ihr nicht reinkommen? Vera wartet.
Wie willst du das mit dem Jungen regeln? Wieso? Na, wer weiß, wie lange das mit Chris dauert. Kannst du den Kleinen dann fairerweise überhaupt noch weggeben? Warum sollte ich ihn weggeben? Ich will ihn behalten. Das würde ich auch wollen. Aber brauchst du deine ganze Kraft jetzt nicht für Chris? Mama, der Junge gibt mir Kraft. Und wenn Chris etwas zustößt, dann stehst du mit einem farbigen Kind da. Was wäre da anders, wenn ich ein eigenes Kind hätte? Und was heißt da farbiges Kind? Was hat das denn mit der Hautfarbe zu tun? Es gibt Männer, die sehen das vielleicht differenzierter. Auf die pfeife ich. Im Übrigen ist das eine Denkungsart deiner Generation. Chris geht es nicht gut, aber er lebt. Und solange er lebt, haben wir allen Grund zur Hoffnung. Wie stellt sich denn das Jugendamt dazu? Sie kontrollieren mich und haben tausend Bedenken. Und wenn ich was sage, dann heißt es, sie stehen in keiner Rechtsbeziehung zu dem Jungen. Deshalb werden wir Richie auch adoptieren, sobald Chris wieder entscheidungsfähig ist. Notfalls beantrage ich das allein. Mein liebes Mädchen, jetzt hör mir mal zu. Was machst du, wenn Chris ein Pflegefall bleibt? Du musst arbeiten gehen, Geld verdienen. Auch für den Jungen, der bleibt nicht ewig sieben. Ich gebe das Kind nicht her. Um keinen Preis. Das muss ja nicht heute und hier auf der Diele besprochen werden. Kommst du noch mal runter? Nicht so gern. Ihr habt ja anderes zu bereden. Entscheidungen ist ja schließlich die ganze Familie betroffen. Muss sie deshalb die ganze Familie fragen? Die beiden kriegen keine Kinder. Was also liegt näher, als dass sie eins annehmen? Ärger? Ganz abgesehen davon, ob es dir passt oder nicht. Du kannst es nicht ändern. Das weiß ich nicht. Hier muss man den Anfängen wehren. Sie hat weiß Gott andere Probleme. Ihr Mann liegt im Koma. Wenn sie arbeiten geht, wer hütet dann das Kind? Vera. Im Notfall wir. Das würden wir bei einem leiblichen Enkel auch. Aber der ist er nun mal nicht. Darf ich bitte wissen, wo dein Problem liegt? Tina will den Jungen adoptieren. Und sowas hat erhebliche Konsequenzen. Auch erbrechtlich. Und eben vor diesem Hintergrund ist es mir absolut nicht gleichgültig, wenn ich praktisch von heute auf morgen einen farbigen Enkel bekomme. Zweifellos ein wunderbarer Junge, ja. Ja, aber ein farbiger Junge. Ist es das? Also, Brust. Du kannst keine rationalen Gründe benennen, aber du bist gegen den Jungen. Ich brauche mir nur die abwertenden Gesichter vorzustellen. Wenn meine Tochter ohne männliche Begleitung mit dem Jungen andauernd durch die Stadt geht. Ich würde sie stolz begleiten. Und wenn sie alleinstehend ist, was dann? Noch ist Chris nicht über den Berg. Aber entscheidend ist, wenn ich eines Tages aufhöre, steht eine Fabrik auf dem Spiel. Ein Wert, der... Bitte nicht weiter. Dieses Gespräch ist unerträglich. Bei dir stellen sich solche Weiterungen nicht. Wer hier erbt, bestimme ich. Nicht meine Tochter. Oder Chris. Zum Beispiel. Mein Gott, aus welcher Zeit stammst du? Wir haben uns alle unsere Kinder nicht aussuchen können. Wir müssen sie so nehmen, wie sie sind. Was spricht also gegen ein adoptiertes Kind? Das können wir uns sogar aussuchen. Ich denke, dass es da immer noch gewisse Unterschiede gibt. Ja, die gibt es. Aber mehr in deinem Kopf. Um ein Kind zu lieben, muss man es doch erst einmal haben. Wo ist denn deine Achtung vor dem anderen? Auch die Achtung vor einem Kind. Man kann das Schicksal eines Menschen doch nicht an seiner Hautfarbe festmachen. Wir sollten das Thema wechseln. Ihr habt noch andere Dinge zu besprechen. Wir sollten sehr wohl beim Thema bleiben. Vor allem sollten wir gründlich darüber nachdenken. Und deshalb musst du gehen? Beim Nachdenken bin ich gern allein. Kommst du? Das musste ja so kommen. Tut mir leid. Es klingt wie eine fade Entschuldigung, aber offenbar kann er nicht vergessen, dass er nach dem Krieg mal von einem Farbigen verprügelt wurde. Einmal, Claudia. Einmal. Weil er einmal von einem Katholiken angelogen wurde, ist er deshalb gegen die Katholiken. Weil er vielleicht mal von einem Juden überfordert wurde, ist er deshalb gegen die Juden. Hört denn das nie auf? Nein, nein, nein. Wenn einer ein Vorurteil weiterleben lassen will, dann findet er immer einen Grund. Ich bring das in Ordnung. Das war kein guter Stil.
Darauf kam es mir auch nicht an. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du Vera zu einer anderen Haltung zwingen kannst. Und dass das gar bei Tina etwas nützt. Wenn das Pflichtteil die Alternative ist, wird sie sich die Adoption überlegen. Mit deinen 49% kannst du das tun. Sofern du glaubst, dass das künftigen Entscheidungen in der Fabrik förderlich ist. Du kannst bleiben, aber nur unter der Bedingung, dass du arbeitest. Zuerst hier bei mir, bis du eine Lehrstelle gefunden hast. Ist das klar? Ja. Dann geh rüber. Ich habe dir gesagt, ich möchte nicht, dass er hier bleibt. Vera, er hat mit seiner Schleuder auf Chris geschossen, aber... Er bleibt nicht hier. Geh rüber. Erstens ist das meine Angelegenheit, wen ich bei mir aufnehme. Und zweitens bist du im Unrecht. Er hat mit der schweren Verletzung von Chris nichts zu tun. Sonst du kennst meinen Standpunkt. Vera, zum ersten Mal in meinem Leben tue ich etwas Sinnvolles, weil der Bub sonst untergeht. Du kannst ja mit ihm ziehen. Gebe Gott, dass Chris gesund wird. Aber haben Sie ihm auch gesagt, dass ich ihn sprechen muss? Ja, danke. Daniel, ich kann es doch auch nicht ändern. Gut, dass du kommst. Aber die war ja dauernd besetzt. Was ist denn los? Sie haben den Jungen geholt. Richie. Wer hat ihn geholt? Das Jugendamt. Kannst du da nichts machen? Tina dreht schon durch. Also jetzt mal ganz ruhig und der Reihe nach. Warum haben Sie ihn geholt? Vermutlich hat Ihr Vater da die Hand im Spiel. Sie verweisen auf den besorgniserregenden Zustand von Chris, auf das soziale Gefälle. Der Vater Wissenschaftler, Chris Polizist. Auf den Umstand, dass Tina keine Zeit für den Jungen habe, weil sie mitverdienen müsse, ihrer Schulden wegen. Woher die das wohl wissen? Und weil nicht gewährleistet wäre, dass der Junge in einem konfliktfreien Umfeld aufwachse, in dem ihn alle Familienmitglieder akzeptieren. Und. Ja, aber warum hat sich denn deine Schwägerin nicht vorher an mich gewandt? Weil sie es bis zuletzt nicht geglaubt hat. Und als es dann soweit war, ist sie weggegangen. Sie wollte dem Jungen das Herz nicht schwer machen. Dabei haben die beiden Zoff miteinander. Richie hat in der Wohnung gekickt und hat den Fußball direkt in die Vitrine mit den vielen Gläsern gedonnert. Da hat Tina ihm eine geschossen, kurz bevor diese Jugendamtstante kam. Daraufhin hat der Bengel natürlich gesagt, ich werde mal geschlagen. Da hatte Tina schon schlechte Karten. Na ja, klar. Und was soll ich da tun? Widerspruch einlegen, irgendwas Fabelhaftes erfinden, damit Tina den Jungen wiederbekommt. Und Marion, dazu müsste diese Aktion rechtswidrig gelaufen sein. Und das ist sie mit Sicherheit nicht. Ja, ich kann mit dem Sachgebietsleiter reden, aber viel kommt dabei nicht raus. Alles in allem ist es vielleicht sogar besser so. Hm? Und irgendwann hat Tina das verschmerzt. Wenn du dich da mal nicht irrst. Sie gibt sich am Telefon als Sozialarbeiterin aus und erkundigt sich in allen möglichen Heimen nach dem Jungen, um rauszufinden, wo er ist. Ja, und was verspricht sie sich davon? Das weiß ich nicht. Nach ihren Worten will sie ihn nur mal sehen. Na du, holst du mich? Am Ende sagst du wieder so schlimme Sachen, hm? Ich will aber nicht hier bleiben. Ach, Richie. Was ist denn das überhaupt für ein Kasperl hier, hm? Wo ist denn dein Teddy? Da hat der Udo kaputt gemacht. Ach. Ah, und dafür hast du ihn den Kasper abgenommen? Ja. Muss ich ihn so wieder hergeben? Nein. Was wir im Arm haben, dürfen wir behalten. Thank you.